Sie wollten keine NATO-Truppen, nicht die Amerikaner an den Grenzen haben. Das hat etwas mit dem Selbstverteidigungsrecht Russlands zu tun. Das ist Punkt eins. Punkt zwei aber Russland ist, Russland ist ja nicht angegriffen worden. Also ja, Moment, aber es ist die Ukraine und die Anrainerstaaten sind in die strategische Lage versetzt worden, die Russen anzugreifen. Und es geht nicht um die Realität, was passiert ist, sondern es geht um die Möglichkeit im Militärischen.